So, hallo ihr Lieben. Es tut mir leid, dass ich so lange nichts habe von mir hören lassen. Aber ich habe etwas sehr Wichtiges gefeiert. wie dem auch sei, jetzt bin ich wieder da. Das heutige Bild, was wir malen wollen, ist dieses wunderschöne Exemplar. Und zwar habe ich es genannt Wildblumenwiese unter den Bäumen. Ja, also, so sieht es aus. Das habe ich hier gemalt, gestern ganz in Ruhe. Dafür habe ich circa, sagen wir mal, 3 Stunden gebraucht, glaube ich. Ja, kommt hin, 3 Stunden etwa. Heute möchte ich euch das natürlich schneller zeigen, damit das Video wieder nicht ganz so lange dauert. Es wird natürlich dementsprechend nicht ganz so hübsch werden. Es geht aber auch ja nur um die Techniken, dass ihr selber einmal seht, wie entsteht so ein Bild. Okay, also, ich zeige euch jetzt als nächstes einmal, was für Farben ich dafür verwenden werde. Und zwar fangen wir an mit dem Preußisch Blau. Danach kommt das Pentanolblau, Türkis. Dann haben wir das wunderschöne Saftgrün, unser Cadmiumgelb, Titanweiß darf natürlich nicht fehlen. Dann kommt unser Karmesinrot. Davon brauchen wir nur ganz bisschen. Es ist nur ein kleines bisschen für den Weg, nehmen wir da. Nehmen wir unser Hellrot. Da können wir nochmal gucken, ob wir da nachher vielleicht ein bisschen was für die Blüten nehmen. Das hatte ich jetzt gestern nicht verwendet. Müssen wir mal gucken, ob wir das nehmen oder nicht. Für die Bäume haben wir unsere Bergmischung. Mitternachtsschwarz natürlich. Das Preußisch Blau werden wir auch wieder brauchen. Van Dyck Brown und unser Dunkelsienna. Also mal wieder eine sehr breite Mischung für die Blumen hinterher. Ihr seht, hier vorne habe ich ein paar kleinere Blumen gemalt. Aber auch hier hinten im Hintergrund benutze ich das Anilinviolett. Das könnt ihr euch auch ganz einfach mixen, wenn ihr das jetzt nicht zur Hand habt, weil das aus der Blumenmalerei ist. Einfach ein bisschen Cadmium, hier Karmesinrot und ein bisschen Preußisch Blau zusammenmixen. Dann bekommt ihr auch einen ähnlichen Ton hin. Okay. Dann kommen wir mal zu den Pinseln. Wichtig heute, ihr seht das hier schon an den Bäumen. Kann man das sehen? Ja, so ein bisschen seht ihr das noch. Den Spachtel werden wir heute brauchen für die Bäume. Das sieht doch immer ein kleines bisschen realistischer aus, wenn man da einmal mit dem Spachtel rumgeht. Das erscheint dann gleich ein bisschen wie Rinde. Okay, zu den Pinseln. Wieder sehr vielfältig, wie das bei mir nun mal ist. Als nächstes habe ich meine 1-Zoll-Pinsel. Da habe ich 2 Stück immer zur Hand. Einmal nehmen wir den zum Vorweißen, fürs Flüssigweiß und dann noch einmal zum Verblenden später. Damit ich den nicht sofort reinigen muss, sondern damit ich da noch hinterher auch noch vielleicht wischen kann, habe ich da immer 2. Für die Baumstämme und auch für die Wiesen, für alles Mögliche, haben wir heute mehrere Blumenmalpinsel dabei. Ich habe da einfach mal in verschiedenen Stärken welche rausgelegt. Wahrscheinlich werden wir gar nicht alle brauchen. Ich denke mal, hauptsächlich nehme ich den hier. Den nehme ich zum Vorzeichnen für die Bäume. Da gehe ich dann später mit dem Spachtel rüber. Dann heute eine ausschlagende Wirkung werden haben die Fächerpinsel. Diese werden wir nicht brauchen, den hier nicht. Diese beiden. Mit dem kann man nicht ganz fein klein hier hinten so ein bisschen den Verlauf der Wiesen andeuten. Damit lassen sich dann nämlich auch wunderschön nämlich die Struktur der kleinen Hügel andeuten. Dass es rauf und runter geht. Das zeige ich dann aber später. Hier ist der Fächerpinsel, der Fanbrush aus der Blumenmalerei. Der eignet sich auch ganz wunderschön, um hier diese feinen Blätter zu malen. Den werden wir heute ausnahmsweise mal dafür benutzen. Dafür nehme ich nicht den 1-Zoll-Pinsel und auch keinen von diesen Borstenpinseln, sondern heute nehmen wir dafür mal unseren Blumenfächerpinsel. Es geht aber auch mit jedem anderen Pinsel. Also ihr könnt auch den ganz normalen Fächerpinsel dafür nehmen, wenn ihr den da habt. Wichtig ist nur, dass ihr einen Fächerpinsel habt, der harte Borsten hat. Es gibt auch welche, die sehr weiche Borsten haben, so wie der hier zum Beispiel. Damit ist es sehr schwer, Blumen zu malen, weil es passiert einem schnell, dass man zu doll aufdrückt, die Borsten runtergehen und man dann schnell Matsch auf der Leinwand hat. Deswegen kann ich da nur empfehlen, Fächerpinsel sollten immer relativ strohig und robust sein. Okay, weiterhin wichtig sind heute viele kleine feine Pinsel. Da habe ich einfach mal alles genommen, was ich da habe. 2 Blumenmalpinsel.
Hier nochmal so einen ganz anderen Fein mit so einer ganz tollen Spitze. Und ausschlaggebend heute tatsächlich der Bob Ross Pinsel für mich persönlich, weil der diese ungleichen Spitzen hat. Der hat also nicht wie hier so eine schöne gleichmäßige Spitze, sondern da gucken so ein paar ganz feine Haare raus, mit denen man hinterher ganz tolle Sachen erzielen kann. Ja, dann habe ich noch ein paar hier Boston Pinsel, ganz feine, mit einer ganz runden Spitze. Die kann man hinterher auch noch ganz schön verwenden. Die nehmen wir hier zum Beispiel für diese kleinen Büsche, die ihr hier im Hintergrund seht. Wichtig heute auch, wenn ihr jetzt gleich vorgrundiert mit Weiß, dass ihr da nicht zu viel nimmt, weil heute muss wirklich ganz wenig Farbe auf die Leinwand. Und ja, dafür ist es natürlich wichtig, dass wir wenig Flüssigweiß nehmen. So, das war es eigentlich auch schon. Ich werde jetzt mal meine Leinwand vorbereiten. Wie das geht, wisst ihr ja, einfach mit Flüssigweiß einmal vormalen. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann könnt ihr das gerne in einem meiner anderen Videos angucken. Das habe ich eigentlich ganz gut erklärt, glaube ich mal. Okay, gut, dann erstmal soweit. Starten wir gleich. Achso, die Leinwand, die ich jetzt hier habe, das ist 20x40. Das war mir leider ein bisschen schmal, aber ich wollte es mal ausprobieren. Also normalerweise 40x30 ist schon ein bisschen schöner, beziehungsweise 20x30, weil dieses lange Format ist doch recht schwierig, weil man irgendwie sich gerne hier vorne was hinmalen möchte. Und jetzt hatte ich dann hier auf einmal so viel Farbe, deswegen sind diese kleinen Blümchen nicht ganz so hübsch geworden. Aber was ihr immer machen könnt, das ist hier jetzt relativ trocken, obwohl ich es gestern erst gemalt habe. Wenn euch sowas misslungen ist, ist es trotzdem nicht verkehrt, das vorzumalen. Und dann könnt ihr einen Tag später oder auch zwei diese Feinheiten nochmal so richtig schön reinmalen. Also ihr könnt euch jetzt frische Farbe nehmen und hier richtig zarte kleine Blümchen reinmalen. Das fällt auch meistens gar nicht richtig auf, wenn ihr das nachträglich reinmalt. Wichtig ist nur, wenn ihr nochmal irgendwas vermischen wollt. Deswegen ist es ja in der Nass-Nass-Technik. Da könnt ihr dann nicht warten. Also alles, was hinterher verwischt werden soll, muss natürlich an einem Tag gemalt werden. Gut, dann wollen wir mal starten. Ich hoffe, ich schaffe das relativ zeitnah, das zu malen. Aber ich habe ja hier mal eine eigene Vorlage. Von daher hoffe ich, das klappt ganz gut. Okay, bis gleich. Knöpfchen finden. So, meine Leinwand ist vorgrundiert. Beziehungsweise nicht vorgrundiert, sondern ich habe sie mit Flüssigweiß bestrichen. Ich wollte euch das hier nochmal ganz gern zeigen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gemacht habe. Ihr wisst ja, in diesem Flüssigweiß ist eigentlich immer noch so ein separater Deckel. Wenn ihr euch jetzt sagt, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, wofür der ist und ich brauche den gar nicht, dann könnt ihr unter Umständen Pech haben und euch passiert etwas sehr Unangenehmes, wie mir nämlich auch schon. Und so habe ich zuerst auch gedacht, ja, wofür brauche ich den? Hab den weggelassen. Und wenn ihr dann nämlich den Hauptdeckel direkt drauf dreht und dieses Gefäß kippt euch einmal um, dann läuft das automatisch natürlich in das Gewinde rein. Und wenn ihr Pech habt, verklebt das so stark, dass ihr den Behälter nie wieder aufbekommt. Das ist mir beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal, das ist mir einmal passiert. Zum Glück hatte ich nur noch so einen wirklich minimalen Rest drin, aber ich habe mich trotzdem tierisch geärgert. Aber egal, was ich versucht habe, ich habe ihn halt einfach nicht aufgekriegt. Und seitdem verwende ich natürlich immer diesen Plastikdeckel. Dafür, den mache ich, nachdem ich es geöffnet habe, den mache ich einmal kurz mit dem Tuch sauber. Gehe auch einmal direkt hier in den Rand rein. Wir stehen einmal vorsichtig sauber. Knick den Deckel leicht in der Mitte und drücke den mit dem Mittelfinger rein. Weil man muss ja irgendwie die Luft rauspressen. Und dann verschraube ich das Ganze. Und wenn euch dann das Gefäß nämlich einmal umkippt oder sogar auf den Kopf, ist euer Gewinde geschützt und ihr kriegt das jederzeit wieder ganz leicht auf. Na, das wollte ich euch nur noch mal mit auf den Weg geben. Vielleicht habe ich es euch schon erklärt, vielleicht auch nicht. Ich bin mir jetzt leider nicht ganz sicher. Okay, also kommen wir zum Bild. Leider habe ich kein anderes Bild da. Ich wollte jetzt eigentlich ganz gerne ein Bild nehmen, 20x... Oh, Entschuldigung, was muss ich denn jetzt aufstoßen? Quatsch, 40x30, 30x40... habe ich aber leider gar nicht da, habe ich nämlich vergessen zu bestellen. Deswegen nehmen wir jetzt wieder nochmal 20x40. Okay, meine Farben habe ich mir alle schon drapiert. Ihr müsst gucken, wie ihr das machen wollt.
Man muss sich das natürlich nicht alles komplett, alle Farben, die man braucht, schon mal rauflegen, sondern man kann auch Schritt für Schritt machen. Das heißt, man nimmt erst die Farben für den Himmel, dann nimmt man die Farben für den Mittelgrund und dann hinterher für den Vordergrund. Wenn ihr aber neben euch eine große Palette habt, könnt ihr da natürlich auch schon alles drauf machen. Das ist ganz euch überlassen. Okay, kommen wir mal zum Himmel. Dafür nehme ich etwas preußisch Blau und ein kleines bisschen Pentanol Blau. Das stupfe ich hier ganz wunderschön wieder auf meiner Palette aus, damit ich keine großen Farbflecke da drauf habe. Dann sieht der Pinsel so aus. Ihr seht, da sind überhaupt gar keine Farbflecke drauf. Und einen Moment, ich hoffe, ich muss mal ganz kurz was testen, entschuldigt. So, das müsste jetzt so scharf sein. Ich mache mal mein Stativ auf Star, Sekunde. Quatsch, auf manuell. Entschuldigung, das wackelt etwas. Damit ihr nicht immer diese Schärfentiefe habt, die sich dann immer verändert. Sollte jetzt nicht passieren. Okay, gut, entschuldigt. Okay, es geht weiter mit dem Himmel. Okay, wir haben den schön ausgestopft, den Pinsel. Keine großen Farbreste da drin. Ihr seht das auf meinem Finger. Wir machen die üblichen Striche hier wunderschön in den Ecken. Wirklich nur in den Ecken, weil wir gar nicht so viel Blau haben möchten. Okay, jetzt habe ich meinen sauberen Pinsel und mit dem verblende ich das Ganze. Jetzt müssen wir mal gucken, wie schön das Blau wird. Ich habe mir nämlich für alle Fälle, weil man das hinterher sowieso nicht so stark in den Bäumen sieht, ein kleines bisschen Türkis genommen. Türkis bekommt ihr übrigens auch sehr schön hin, indem ihr einfach ein kleines bisschen Pentanolblau mit Pentanolgrün mischt. Das ergibt auch ein sehr schönes Türkis. Und das hier wird jetzt mein Himmel. Und das Blau gefällt mir schon sehr, sehr gut. Das sieht wirklich fröhlich und lebendig aus. Und wenn euch das jetzt zu dunkel geworden ist, dann könnt ihr einfach ein ganz bisschen in Türkis gehen. Stupft dafür ruhig euren Pinsel einmal nochmal auf ein Zebertuch aus, damit ihr nicht so viel Farbe auf dem Pinsel habt. Geht ein kleines bisschen ins Türkise rein. Wirklich nur so ein bisschen. Irgendwie, ich hatte mein Türkis mal nicht richtig zugeschaut. Das ist leider relativ hart. So, dann könnt ihr das hier auch nochmal in diesen mittleren Bereich so ein bisschen reinstupfen. Und dann verblenden wir das ganz wunderschön. Passt gut auf, dass ihr nicht versehentlich jetzt mit dem dunklen Pinsel hier reingeht. Also den müsst ihr wirklich gut auswischen. Dafür müsst ihr jetzt keinen Terpentin oder Reiniger benutzen. Das genügt, wenn ihr den einfach auf dem Zebertuch auswischt. So. Okay. Also versuche ich das jetzt mal hier vorsichtig zu verblenden. Und dann nehme ich hier mal kreisende Bewegungen und dann können wir die wieder diesen Kreuzstrich verwenden. Es ist ganz euch überlassen, welche Technik ihr hier verwendet. Ihr könnt die Kreuzstriche nehmen, hin und her wischen. Wichtig ist wirklich nur, dass ihr darauf achtet, dass ihr nicht eine blaue Masse malt. Wenn der Himmel wirklich komplett blau ist, gibt es natürlich auch. Wie gesagt, wenn ihr draußen guckt, es gibt eigentlich jeden Himmel, den man sich nur irgendwie vorstellen kann und jeden Himmel, den man sich nicht vorstellen kann. Das stelle ich eigentlich beinahe täglich fest. Von daher ist das hier, wie gesagt, eurer Fantasie mit überlassen. Denkt an den Rand, dass ihr den mitmalt. Das ärgert man sich hinterher wieder. So, und jetzt müsst ihr nur aufpassen, dass ihr hier keine Schlieren drauf habt. Dass man also wirklich nicht die starken Borstenstriche sieht. Das macht die Sache unschön. Ruhig nochmal vorsichtig mit kreisenden Bewegungen drüber und schon habt ihr einen ganz wunderschönen Himmel. Hier kommen jetzt in diesen Himmel keine Wolken rein, weil das würde hinterher, wenn wir die Bäume darüber malen, wirklich nur nach Matsch aussehen. Das wollen wir natürlich gar nicht. Gut, jetzt habe ich meine Vorlage dahin hingehängt. Wenn ihr euch jetzt wundert, die Berge gingen ja so, dass ich hier das nicht blauer male. Ihr könnt das gerne blauer malen. Aber wenn ihr wirklich mal in die Natur guckt, das ist hinterher zum Horizont hin relativ weiß tatsächlich. Deswegen lasse ich auch diesen Bereich jetzt weiß. Wir gehen dann mit den Bergen gleich hier rein. Ihr könnt euch überlegen, wie viel Grün ihr malen wollt.
Möchtet ihr die Berge wirklich komplett hier hinten angedeutet haben oder reicht es euch nur hier so ein kleines bisschen im Mittelgrund? Mir reicht es im Mittelgrund. Ich will gar nicht so viel haben, weil ich wirklich ganz wenig Farbe nur haben möchte. Dafür nehme ich jetzt einfach mal hier so einen Blumenpinsel, gehe damit in meine Bergmischung und in mein Mitternachtsschwarz, weil die Farbe soll wirklich, wirklich dunkel sein. Und mit der Bergmischung müsst ihr immer sehr gut aufpassen. In der Bergmischung selber ist sehr, sehr viel Schwarz drin. Blau, Entschuldigung, Mann. Blau, da ist sehr viel Blau drin. Das heißt, Blau ist natürlich auch immer das stellt den Dunst sehr gut dar, wie man auch in der Ferne mal sieht. Aber man muss einfach aufpassen, dass es nicht zu blau wird, natürlich. So, jetzt deute ich mir hier mit dem Blumenmalpinsel, der hat nämlich diese schöne, scharfe Kante, meine kleinen Hügelchen hier einmal an. So, mehr soll ja gar nicht. Ich will nur so ein kleines bisschen hügelige Landschaft hier haben. Und das male ich mir jetzt einfach rein. Und was jetzt nämlich auch sehr gut geht, tatsächlich jetzt mit dem Borstenpinsel. Da habe ich mir diese kleinen hier rausgesucht. Damit kann man das jetzt ganz wunderschön verblenden, weil der die Farbe jetzt natürlich nicht mitnimmt. Wenn ihr jetzt weiterhin mit dem Blumenmalpinsel arbeitet, ist es sehr schwer zu verblenden, da der die Farbe so extrem mitnimmt. Also mit dem Blumenmalpinsel verblenden ist wirklich wahnsinnig schwer. Ihr müsst jetzt gucken, reicht euch das von der Dunkelheit her, von den Bergen her? Oder möchtet ihr die gerne etwas dunkler haben? Ich hatte sie auf meinem letzten Bild etwas dunkler, aber das gefiel mir nicht ganz so gut. Deswegen mache ich sie jetzt etwas heller. So, und das verwische ich jetzt hier einfach. Dann könnt ihr auch nochmal einen gröberen Pinsel zum Verblenden nehmen. Das ist hier jetzt ein Overbrush, der eignet sich nicht so gut dafür. Der Einzelpinsel ist eigentlich besser, aber da ich die jetzt beide dreckig habe, nehme ich jetzt einfach mal den her. Der ist auch in Ordnung. Aber der Nachteil an dem Overbrush ist natürlich, dass seine Borsten nicht gleichmäßig glatt sind. Das heißt, es passiert mir leicht, dass ich über die Kante komme. Hat aber auch einen ganz witzigen Effekt, weil dadurch sehen die Berge tatsächlich noch weiter weg aus. Der eignet sich zum Beispiel auch ganz gut für Wolken, weil auch Wolken manchmal diesen ganz leichten Schleier haben. Wenn euch das jetzt nicht gefällt, dann nehmt ihr tatsächlich immer nochmal den Blumenpinsel und geht nochmal ganz vorsichtig einfach über die Konturen rüber. Und dann könnt ihr euch diese feinen Härchen da einfach einmal wegmalen. Dann ist nur wieder das Problem, man hat die Farbe wieder gleichmäßig weggenommen. Also muss man es leider nochmal wieder verblenden. Das lässt sich in dem Fall dann nicht ändern. Wir können die Farbe auch ruhig etwas weiter hier ins Bild reinziehen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wenn ihr dann mal das Problem habt, dass euch ein Härchen abgeht, einfach mit dem Pinsel raufgehen. Zack, ist das Härchen weg. Wenn ihr jetzt mal kleine Punkte hier habt, ihr seht, dass das passiert immer mal. Dann vermischt ihr sie einfach mit dem Flüssigweiß. Deswegen ist das eine der Techniken, die ich so wahnsinnig gerne habe. Sollten hier andere jetzt kleine Fehler sein, ist das in diesem Bild wirklich mal gar kein Problem. Das stört uns so null, denn hier kommt noch ganz, ganz viel vor. Also da brauchen wir uns überhaupt keine Gedanken machen. Das Einzige, was mir jetzt gerade Gedanken macht, dass ich mit den Bergen viel tiefer gekommen bin, als ich das vorgehabt habe. Ihr hattet ja gesehen, dass ich meinen Himmel sehr weit oben gemacht hatte. Ihr könnt euch das jetzt überlegen, wollt ihr es genauso machen oder wollt ihr das lieber ein bisschen hochsetzen? Wenn ihr euch das jetzt überlegt habt, Mensch, ist es mir zu niedrig geworden, dann nehmen wir jetzt noch eine neue Farbe. Ich nehme jetzt mal nur schwarz, kein Blau, keine Bergmischung. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich will die Berge doch etwas höher haben. Zeichne ich mir die einfach nochmal. Gehe nochmal wieder hier hoch. Zeichne mir die wieder hier rein. Nehme den Blumenpinsel jetzt tatsächlich, verblende das ganz leicht, weil dann wird die Farbe nämlich auch gleich wesentlich heller. Ihr könnt das auch von Anfang an mit dem Borstenpinsel machen. Ihr könnt auch mit dem Borstenpinsel in die Farbe gehen
und euch schon gleich so ein bisschen hier die schroffen Berge andeuten. Da müsst ihr nur, wie gesagt, auch mit aufpassen. Mit dem Borstenpinsel so wirklich feine Konturen zu malen, ist recht schwer. Aber es geht. So und so mit dem Borstenpinsel bekommt ihr aber natürlich viel dunklere Farben hin, weil der die Farbe nicht so komplett mitzieht. Der Blumenmalpinsel, der geht hier direkt in beide Farbschichten komplett rein, in das Weiß mit dem Schwarz und zieht das einfach glatt runter. Und wenn ihr das nicht wollt, dann müsst ihr tatsächlich euch einen Blumenmalpinsel nehmen. So, jetzt habe ich meine Berge etwas höher gesetzt, weil mir das einfach besser gefiel. Jetzt nehme ich mir nochmal wieder diesen Pinsel. Das ist der Overbrush, der nur Weiß hat und ein bisschen Grau. Und verblende mir das hier einfach. Ihr seht, wie viel Weiß ich tatsächlich hier auf meiner Leinwand habe, dass ich das alles hier jetzt wieder verblenden kann. Wenn euch das jetzt hier ein bisschen zu dunkel ist, ist das gar kein Problem. Ihr könnt jederzeit auch ein kleines bisschen, wirklich, da müsst ihr vorsichtig sein, aber ein kleines bisschen Flüssigweiß nehmen und mischt euch das hier wieder rein, wenn euch der Vordergrund jetzt hier zu dunkel geworden ist. Okay, so, jetzt haben wir unsere kleinen Berge angemalt, beziehungsweise vorgemalt. Und jetzt wollen wir hier, das ist unser kleiner Nebel, und davor wollen wir jetzt kleine Bäumchen malen. So eine kleine, feine Baumreihe. Dafür nehme ich jetzt wiederum Mitternachtsschwarz und ein kleines bisschen Saftgrün. Den habe ich hier wunderschön auf meinem runden Borstenpinsel. Achtet darauf, dass es nicht zu viel grün ist. Die Bäume, die wir jetzt malen, sind sehr weit weg. Das heißt, die sind wirklich sehr dunkel. Gut, dann fangen wir mal hier an mit unserer kleinen Baumreihe. Denkt daran, dass ihr nicht tupf, 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 tupf so in einer Reihe macht. Bäume wachsen nicht alle gleich hoch, es sei denn, es ist eine wunderschön geschnittene Hecke. Aber in der Natur ist das eher selten, dass die alle die gleiche Größe haben. Achtet darauf, dass ihr genug Farbe auf dem Pinsel habt, dass ihr nicht zu viel Farbe mitnimmt. So. Und auch ganz wichtig, passt auf, dass ihr nicht zu hoch kommt, dass ihr diesen leichten Schneebelschleier hier drinnen behaltet. Das ist ganz wichtig. Der soll ja die Ferne darstellen. Nicht zu viel lassen, wenn ihr jetzt hier ganz viel Weiß habt, sieht das auch wiederum merkwürdig aus, aber ein bisschen die Bäume größer malen ist leichter, als die wieder wegzunehmen. Also man kann hier dann lieber ein paar mehr Bäumchen andeuten. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und jetzt wiederum könnt ihr euch überlegen, wollt ihr das ganz rausmalen oder begnügt ihr euch ein bisschen mit der Mitte, weil man die halt hier jetzt gleich gut sehen wird. Mehr mache ich jetzt hier nicht, weil hier will ich, dass man hier den Eindruck hat, dass man hier lang gehen kann. Dass diese Bäume sich hier gar nicht treffen. Das sind halt zwei verschiedene Berge. Deswegen, ihr seht, ich komme jetzt sehr stark ins Grüne rein. Dann machen wir wieder ein bisschen Farbe nachnehmen, bisschen schwärzer werden, dass wir das nicht zu hell machen. Und auch geht vor, geht zurück, deutet hier eine Baumreihe an, die auch mal unterschiedlich wird. Die wächst also nicht immer gleich. Das ist ja auch keine kerzengerade gepflanzte Baumreihe, sondern das ist ja auch ein kleiner Wald. Das heißt, davor befinden sich natürlich auch noch Bäume. Das heißt, es kann mal ein bisschen dicker werden, das kann mal ein bisschen dünner werden. Das ist, wie gesagt, liegt im Auge des Betrachters. So. In diesem Fall möchte ich aber, dass das eine ganz schlanke Baumreihe ist. Okay, so weit, so gut. Jetzt kommen wir hier zu unserer wunderschönen Blumenwiese. Wie ihr das vorhin gesehen habt, hat das relativ gut geleuchtet. Das heißt, ich möchte jetzt hier wirklich schöne Farbe haben. Ich möchte hier, dass das richtig schön grün leuchtet, weil die Bäume hinterher etwas dunkler werden. Deswegen nehme ich jetzt hier reines Saftgrün und gehe jetzt hier einmal an, also nicht direkt an, aber in der Nähe der Bäume einmal lang. Ziehe mir das einmal hier in beide Richtungen und das gleiche mache ich auch auf der gegenüberliegenden Seite. Nähe der Bäume einmal lang gehen und dann ganz rüberziehen. Das ist jetzt wichtig, dass wir das hier einmal komplett rüber machen, weil jetzt beginnen wir schon den Hintergrund zu malen, an dem wir hinterher nicht mehr so viel verändern können. Ich habe jetzt hier einen Blumenmalpinsel, wenn man mit dem so wunderschön gerade die
Farbe wieder auftragen kann. Dann nehme ich mir gleich aber nochmal wieder den Borstenpinsel. So. Wie ihr seht, auch mit dem Blumenpinsel kann ich jetzt hier schon andeuten, wie die Berge und Täler hier tatsächlich verlaufen sollen. Ich kann jetzt hier sagen, das kommt jetzt hier raus und geht hier rein. Das ist ganz mühe überlassen. Hier müsst ihr jetzt aufpassen, dass ihr eure Bäume nicht zu stark verwischt. Sollte das jetzt der Fall sein, ist das natürlich auch nicht schlimm. Das kann jetzt hier auch ruhig ein bisschen ins Dunklere gehen, weil wir hier aus dem anderen Berg kommen. Nehmt euch euren Pinsel nochmal, der ist ja noch dreckig, beziehungsweise noch voller Farbe. Und dann gehen wir hier nochmal wieder rein und stopfen unsere Bäume neu. So. Jetzt kommt das kleine Geheimnis, wo man jetzt nämlich darauf achten muss. Jetzt müssen wir die Wiese mit den Bäumen verblenden. Dafür nehme ich jetzt den Fächerpinsel und wische mir die Bäume jetzt ganz vorsichtig in mein Grün rein. Und das verblende ich jetzt. Ihr seht, es ist ein bisschen wie bei der Wasserspiegelung. Sieht das aus? Und ganz wichtig ist, achtet darauf, dass ihr ein kleines bisschen Weiß dazwischen lasst. Also nicht ganz hochwischen und alles wegwischen, dass alles nur noch schwarz ist. Lasst ein kleines bisschen Weiß drin. Das wirkt dann wie ein kleines bisschen Nebel zwischen den Bäumen. Und gleich ein bisschen dreidimensionaler. So, also wir verblenden das so. Und schon fassen die Bäume ein bisschen Fuß. Ihr seht das auch, dadurch, dass ich das jetzt hier so ein bisschen verwische und in die Bäume reingehe, wird das auch gleich viel dunkler. Und ihr seht, ich wische immer waagerecht, ne? Also das ist ganz wichtig, weil ich nehme jetzt die dunkle Farbe auf, die wische ich hier rein und erzeuge somit auch gleich einen kleinen Schatten, der das Ganze wiederum dreidimensionaler wirken lässt. Ich muss das jetzt mal ein Stück drehen. Jetzt wische ich die Bäume wieder raus, wische die in mein saftiges Grün rein. Und ihr seht jetzt, hier ist das Problem, ich habe jetzt hier zu viel Saftgrün verwendet. Das heißt, ich habe hier keinen großen Unterschied mehr. Das ist der Fehler, deswegen müssen diese Bäume hier hinten wirklich ganz dunkel werden. Aber noch ist das ja gar kein Problem. Ich wische das jetzt wieder waagerecht hier rein. Denkt auch hier dran, dass ihr nicht alles gerade macht, sondern in verschiedenen Hügelchen, weil die Bäume nicht alle in einer Linie stehen. So. Wenn euch das jetzt passiert, dass ihr hier zu viel Weiß weggenommen habt, wir wollen ja gar nicht so viel Aufmerksamkeit im Hintergrund schenken, ist das überhaupt gar kein Problem. Man sieht davon später sowieso kaum noch was. Es ist nur reine Übungstechnik. Desto öfter man das macht, desto leichter fällt einem das auch und dann denkt man später gar nicht mehr so viel darüber nach. Und das Bild wird natürlich um einiges schöner, das muss man ganz einfach so sagen. Ich muss jetzt einmal kurz die Pinsel reinigen, ich mache mal kurz Pause, bis gleich. So, Pinsel sind sauber, also geht's weiter. Ich nehme wieder etwas Grün, und zwar von dem Saftgrün. Und eine der Ecken meines Pinsels, damit gehe ich ganz leicht ins Preußischblau. Wirklich nur ganz leicht und dann stupfe ich das so ein bisschen aus. Gehe mit einer Ecke wieder zurück ins Saftgrün und gehe ich von außen nach innen einmal hier lang. So. Nicht wischen, sondern einfach hier lang gehen. Das gleiche mache ich auch von dieser Seite. Und ihr seht, dass durch die verschiedenen Farbtöne, die ich jetzt im Pinsel habe, kann ich nämlich jetzt schon andeuten, wie hügelig diese Landschaft sein soll. Ihr könnt es auch gern kräftiger machen oder etwas weniger kräftig. Das ist ganz euch überlassen. Aber wie gesagt, denkt daran, das hier wird jetzt nur unser Hintergrund. Der interessiert uns im Moment noch nicht so wirklich. Wir wollen jetzt nur ein bisschen Struktur für uns reinbringen, damit wir später auch wissen, wie das Bild eigentlich aussehen soll. So, ganz wichtig ist es aber, trotz alledem, wenn wir hier nachher so weit sind, dass wir mit dem Zaun anfangen, oh, ich glaube, man kann das ja gar nicht sehen, Moment, ziehe das mal ein Stückchen vor. Also wenn wir hier mit dem Zaun nachher anfangen, müssen wir natürlich darauf achten, dass unser Hintergrund soweit fertig ist.
Wenn der Zaun erstmal steht, können wir da hinten nicht mehr rumfuhrwerken. Dann malen wir unseren Zaun rein und dann wird das nicht mehr schön aussehen. Deswegen müssen wir jetzt zumindest so weit malen, dass es alles grün hinter dem Zaun ist. Okay, ich will jetzt hier nicht zu viel Farbe haben, deswegen nehme ich jetzt einen meiner trockenen 1 Zoll Pinsel. Den bringe ich noch mal ein kleines bisschen im Zewertuch aus, damit er wirklich trocken ist. Und dann verblende ich jetzt hier meine Wiese. Das ist ganz wichtig. Das sieht nämlich sonst nachher unrealistisch aus. Hier auf dem Hügel könnt ihr etwas mehr verwischen, denn da scheint die Sonne am meisten drauf. Das sieht hinterher dann nämlich auch gleich schöner aus. Das sind einfach Reflexionen von der Sonne. Das macht hinterher richtig was her, diese kleinen weißen Sterne. So, natürlich auch auf dieser Seite. Und wie gesagt, jetzt seht ihr schon aufgrund der verschiedenen Farben, dass ich da nur ein kleines bisschen Blau mit reingemalt habe, dass man schon den Eindruck hat, die Wiesen laufen richtig schön hier zusammen. Jetzt nehme ich nochmal wieder ein kleines bisschen Saftgrün nach auf meinen 1 Zoll Borstenpinsel und gehe damit nochmal wieder rein. Denkt daran, immer von außen nach innen, da der Mittelpunkt immer am hellsten ist. So, jetzt gehen wir nochmal wieder hier rein. Und jetzt könnt ihr natürlich ganz, es ist euch überlassen, wie doll die Berge für euch sein sollen. Ihr könnt jetzt natürlich sagen, so, ich nehme mir nochmal den Blumenpinsel und könnt hier sagen, so, das ist mir eigentlich nicht steil genug. Mein Bergkamm, meine Wiese, die läuft wirklich steil hoch. Hier hinten ist es ein bisschen flacher, aber hier vorne soll das so richtig steil hier ins Tal gehen. Dann könnt ihr das auch tatsächlich so andeuten. Ihr könnt jetzt auch sagen, das hier läuft hier hinten drauf zu oder könnt noch einen kleinen Hügel davor malen. Das könnt ihr mit den verschiedenen Grüntönen und auch ein bisschen Blau jetzt alles so andeuten, wie ihr das gerne hättet. Denkt nur dran, hier ein bisschen heller zu werden. So, bei dem Blumenpinsel seht ihr, ihr seht jeden einzelnen Aufsetzer, wenn ihr mit dem Pinsel hier rüber malt. Deshalb auch hier bitte dran denken, das muss auch wieder verblendet werden. Das ist der Nachteil an den Blumenmalpinseln, dass sie die Farbe so stark mitnehmen. So. Und wie gesagt, ihr könnt das jetzt hier auch wieder verwischen, wenn ihr sagt, ach nö, das gefällt mir jetzt doch nicht so gut, dann verblendet ihr das einfach und dann ist diese Hügelkette nur noch ganz leicht angedeutet. Auch später, wenn ihr jetzt sagt, das ist mir jetzt nicht so gut gelungen, wir können das auch alles gleich noch wundervoll andeuten. Mit den Blumen. Ich gehe hier noch mal ein bisschen rein. Das ist mir hier ein bisschen zu wenig Farbe. Und dann sieht das ganz wunderschön aus. Wenn euch das jetzt zu dunkel geworden ist, wenn ihr sagt, nee, das möchte ich nicht, das ist mir zu viel Farbe, dann könnt ihr die natürlich zum einen vorsichtig wieder rauswischen. Dazu eignet sich auch der Blumenpinsel ganz toll. Oder aber ihr könnt mit ein kleines bisschen Flüssigweiß nacharbeiten und die ganzen Farben etwas aufarbeiten. Was mir hier jetzt überhaupt nicht gefällt, ich persönlich finde jetzt, da ist jetzt gar keine Struktur mehr drin. Jetzt habe ich das halt gezeigt mit zu viel Farbe. Deswegen nehme ich mir nochmal wieder ein kleines bisschen Preußischblau. Und dann möchte ich tatsächlich, dass hier mein Hügel hier so lang läuft. Der andere Hügel läuft hier rein, geht hier lang. Und das will ich auch, dass man das sieht. So. Dafür muss ich den hier natürlich auch verblenden. Ganz klar. Dafür nehme ich weiterhin den Blumenpinsel, weil der die Farbe so schön mitnimmt. Und dann kann ich das wiederum verblenden. Hinterher könnt ihr noch einmal komplett rübergehen. Dann wirkt das auch sehr schön. Okay, jetzt haben wir unsere grünen Wiesen. Wie gesagt, es ist gar nicht so wichtig, wie das hier hinten aussieht, weil wenn ihr hier oben guckt, ach nee, das könnt ihr ja nicht sehen, man sieht es hinterher sowieso nicht mehr. Das ist das Schöne an diesem Bild jetzt, man sieht es kaum noch. Okay, jetzt nehme ich ein kleines bisschen Kamsinrot, ein kleines bisschen dunkles Jänner, ein bisschen Van Dyke Brown,
Mixe mir diese drei Farben direkt auf den Pinsel und einen kleinen Klecks Titanweiß. Das ergibt jetzt so eine wunderschöne hautfarbene Mischung, mit der wir dann gleich ganz wunderschön den Weg malen. Jetzt könnt ihr euch überlegen, geht euer Weg direkt hinterm Hügel oder läuft er tatsächlich hier hinten lang? Ihr müsst da jetzt keinen direkten Start- und Endpunkt finden. Ihr könnt aber auch sagen, der kommt jetzt von hier, läuft hier rum. Denkt dran, desto weiter ihr weggeht, desto schmaler muss der Weg natürlich werden. So, wenn ihr euch damit jetzt vermalen solltet, wenn ihr sagt, oh nein, der Weg, der ist viel zu groß geworden, das ist doch viel zu dick, so kann ich das doch nicht malen. Überhaupt gar kein Problem. Durch die Farbmischung, die wir jetzt genommen haben, könnt ihr den Weg wieder verstreichen. Es wird natürlich alles dunkler, gar keine Frage, aber noch seid ihr an dem Punkt, wo ihr das wunderschön verstreichen könnt. Wenn ihr den Weg auf euch zumalt, denkt immer dran, dass er dann ein kleines bisschen breiter wird. So, wir kommen jetzt ja auch näher, das heißt, je näher wir uns kommen, wird der Weg breiter. Aber wenn ihr hier den Bogen macht, muss er wieder schmaler werden, weil man darf ja nicht vergessen, da sind Hügel vor, da sind Gräser vor. In diesem Blickwinkel sieht man ihn dann nicht so breit. Also es ist wirklich nur das kleine Stück, wo ihr auf euch zukommt, wo er ein bisschen breiter wird. So, es ist jetzt an euch zu sagen, wie dunkel oder wie hell der wird. Ich lasse den jetzt so, das gefällt mir ganz gut. Ihr seht jetzt aber schon, ich bin schon wieder so weit runtergekommen. Ich wollte ja gar nicht so weit runter. Hier seht ihr, ach nee, seht ihr wieder nicht, entschuldigt. Kann ich das weiter wegmachen, dass ihr das alles seht? Nein, entschuldigt. Okay, gut, ich bin viel zu weit runtergekommen. Das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Ich wollte eigentlich, dass der Weg hier oben lang läuft und hier und hier. So, dann, wie gesagt, ihr könnt das einfach verwischen. Optimalerweise nehmt ihr ein kleines Tuch, wischt mal ganz vorsichtig das starke Braun runter. Und dann nehme ich jetzt ein Klecks Weiß, weil ich gerne möchte, dass es ein Tickchen heller wird. Geht nie mit diesen Farben jetzt in euer Weiß rein, dann habt ihr euch das für immer versaut. Also nehmt euch da einen sauberen Pinsel oder auch einen Spachtel. Und nehmt euch etwas von dem Weiß runter. Macht euch davon auch ruhig ein kleines bisschen was auf die Palette. Das kann nicht schaden. Ihr habt es gesehen, ich habe vorhin das einmal gezeigt, wie man das macht. Achtet jetzt darauf, dass ihr die Farbe nicht an den Rand schmiert, sondern den sauber wieder reinsetzt, den Deckel. Dann kommt ihr auch beim nächsten Mal da wieder sehr gut dran. Okay, also jetzt habe ich hier etwas Weiß. Ich schmiere mir das einfach direkt hier auf die Leinwand, weil mir das jetzt hier einfach zu dunkel geworden ist. Generell das Grün finde ich nicht so schön. Es ist mir zu dunkel geworden. Deshalb wische ich mir das jetzt hier einfach rein. So, und ihr seht, wenn euch der blöde Weg jetzt nicht gefällt, weil er euch leider misslungen ist, dann wischt ihr ihn einfach wieder weg. Jetzt werden dadurch aber eure Wiesen ein kleines bisschen schmutzig. Das lässt sich jetzt nicht verhindern. Na, also wenn ihr den jetzt komplett wegwischt, so wie ich, habt ihr ein kleines bisschen Schmutz in euren Wiesen. Aber das ist auch nicht schlimm, da wir hier so schön saftig gearbeitet haben. Wichtig ist jetzt nur, dass ihr das komplett verstreicht und auch den Pinsel ab und zu mal kreisen lasst, damit ihr hier nicht so diese starken Schliefen habt. Wenn ihr viele Schliefen habt, seht ihr eigentlich ganz gut daran, dass ihr ein kleines bisschen zu viel Weiß auf eurer Leinwand gelassen habt. Wenn ihr zu wenig Weiß habt, sieht man das. Und wenn ihr zu viel Weiß habt, seht ihr das auch. So, jetzt ist mein Weg zwar misslungen, aber ich habe eigentlich wieder die Helligkeit auf meiner Leinwand, die ich gerne haben wollte. So, prima, alles klar. Dann starten wir von neuem. Wir nehmen wieder etwas von unserem schönen Matschbraun. Gehen hier wieder lang, deuten den Weg an. Und hier kommt die kleine Kurve und hier noch eine. So, jetzt haben wir den ganz zart gemalt. Ihr seht das. Das ist gar nicht schlecht. Malt den ruhig am Anfang zart. Größer malen könnt ihr, wie gesagt, immer. Jetzt windet er sich hier wie so eine kleine Schlange und geht nicht ganz so tief. Genau so wollte ich das haben. Genau so ist es auch da oben auf meinem Bild. Prima.
Alles andere kann ich später nachmalen, aber genau so will ich das haben. Jetzt nehme ich mir wieder etwas von dem Saftgrün. Gehe hier nochmal wieder etwas rein, weil ich gerne möchte, dass ich hier das Tal andeuten kann. Das soll hier nämlich so richtig schön zum Weg hinuntergehen. Und ihr könnt jetzt auch sagen, Mensch, das geht hier noch weiter. Der Weg ist auf halber Höhe. Hier möchte ich ebenfalls, dass es noch weiter ins Tal runtergeht. Das könnt ihr jetzt alles noch andeuten. Ne? Das heißt, wenn ihr was wegwischt, habt ihr natürlich auch wieder ganz neue Möglichkeiten, euch Sachen auszudenken. Fehler in dieser Technik sind zum Glück nicht schlimm. Da könnt ihr jederzeit sagen, das gefällt mir so nicht, ich mache es alles nochmal neu. Nehmt ruhig ein kleines bisschen Blau, deutet euch die Linien wieder an. Wenn ihr jetzt zu viel Blau habt, seht ihr das? Macht nichts. Nehmt euren Pinsel und verwischt es. Wichtig ist jetzt, wenn ihr jetzt hier eure Linien andeutet, dann müsst ihr auch beim Wischen darauf achten, dass ihr so ein bisschen den Linien folgt. Weil sonst wirkt das hinterher nicht realistisch. Ein bisschen müsst ihr den Linien folgen. Passt nur auf, dass die Linien nicht zu stark werden. Sollte die jetzt zu stark geworden sein, dann müsst ihr leider nochmal rubbeln. Und zwar so richtig, bis eure Linien nicht mehr zu sehen sind. Und dann müsst ihr die leider nochmal malen. Denn wenn die zu doll zu sehen sind, wirkt das auch wiederum sehr unrealistisch. Wenn ihr da Probleme habt mit dem Blumenmalpinsel, nehmt euch gerne einen Borstenpinsel, wie schon bei den Bergen erklärt, nimmt der die Farbe nicht so stark mit und ihr bekommt nicht solche extremen Linien. Ich nehme mal jetzt einen anderen Blumenpinsel, und zwar den Bob Ross Blumenpinsel. Der hat so feine unterschiedliche Borsten. Gehe einen Klecks in mein Preußisch, einen Klecks in mein Saftgrün und jetzt zeige ich euch den Unterschied vom Bob Ross Pinsel. Wenn ihr den nämlich nehmt, malt er unterschiedliche Linien. Das heißt, diese zu verblenden, ist natürlich auch ein ganzes Stück einfacher wie diese harten Linien. Das ist der Vorteil an diesem wundervollen Bob Ross Pinsel. So, die verblende ich hier jetzt nochmal. So viel wollte ich jetzt eigentlich gar nicht mit verblenden und hier und da zeigen. Jetzt wird das Video schon wieder viel zu lang. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber so ist es beim Malen. Meine Videos sind halt nicht geschnitten. Ihr seht alles, was ich hier tatsächlich auf dem Bild mache. Und auch wenn mir Fehler passieren, seht ihr die. Das tut mir sehr leid. Ich hoffe, ich verschwende damit nicht eure Zeit, sondern ihr könnt ein kleines bisschen was daraus lernen. Es ist doch was anderes, tatsächlich muss ich sagen. Dieses Bild gestern ist mir so gut gelungen. Das hat auch wieder richtig Spaß gemacht. Es ist was ganz anderes, wirklich das selber nur für sich zu malen, wie versuchen dabei noch zu erklären. Ich meine, das Erklären macht mir auch großen Spaß. Und wenn ich dann Kommentare kriege, dass die Leute oder dass ihr vielmehr eine Anregung daran sieht und das euch gerne anguckt, macht es mir natürlich noch umso mehr Spaß. Aber es ist doch wirklich nicht einfach. Und jetzt verstehe ich auch, warum wirklich so viele Menschen 20.000 Mal ihre Videos schneiden. Ich habe da selbst einen Kanal von einem Mädel, die jetzt nicht Ölmalerei macht, macht was anderes. Da ist schon allein im Vorspann, wie sie erzählt, was sie vorhat zu tun, das Video schon 50 Mal, eigentlich nach jedem halben Satz, muss man beinahe sagen, geschnitten. Wirkt natürlich sehr professionell, gar keine Frage. Aber auf der anderen Seite auch nicht so schön, finde ich. Ich meine, ihr wollt ja wirklich sehen können, was ich hier mache, denke ich zumindest mal. Deswegen versuche ich das wirklich beim ersten Mal hinzubekommen. Und wenn es dann wirklich etwas länger dauert, dann tut mir das sehr leid. So, jetzt nehme ich etwas Titanweiß und gehe einmal nochmal diesen Weg entlang, um ihn einfach ein kleines bisschen hervorzuheben. Und wenn ihr jetzt hier so kleine Stellen habt, dann verblendet ihr die auch nochmal.
Wie gesagt, hier wollen wir jetzt noch kein Gras oder irgendwas andeuten. Das sind einfach nur Wiesenlinien, die hier lang gehen. Mehr wollen wir jetzt hier gar nicht machen. Und das wirkt jetzt sehr extrem, aber gleich kommen ja noch ein kleines bisschen unser Blümchen drüber. Okay, unser Weg ist soweit fertig. Jetzt reinige ich nochmal ganz kurz hier meinen Fächerpinsel. Mit dem male ich nämlich gleich die Blumen. Einen kleinen Moment bitte.